Vikshantam Purayantam Pranarikarashati Divyasimham Namani Iti Shri Pramanda Purana Praladoktam Shri Nisimha Kavacham Sampuram. So, und jetzt chanten wir das Ganze einmal auf Deutsch durch. Shri Nisimha Kavacha Sutra aus dem Pramanda Purana. Ich werde nun den Nisimha Kavacha rezitieren, der zuvor von Prahlad Maharaj gesprochen wurde. Dies ist eine äußerst spirituelle Tätigkeit, durch ihn werden sämtliche Hindernisse überwunden und er spendet jeglichen Schutz. Er gewährt einem jeden Reichtum und erhebt einen auf die himmlischen Planeten oder bewirkt Befreiung. Es wird über Shri Nisimha meditiert, den Herrn des Universums, der auf einem goldenen Thron sitzt. Sein Mund ist weit geöffnet, er besitzt drei Augen und er ist strahlend wie der Herbstmond. Er wird von Lakshmi Devi umarmt, die so zu seiner Linken sitzt, und seine Gestalt ist der Hort allen Reichtums, sowohl von materieller als auch von spiritueller Natur. Der Herr besitzt vier Arme und seine Gliedmassen sind sehr geschmeidig. Er ist mit goldenen Ohrringen geschmückt, seine Brust ist glänzend wie die Lotusblume und seine Arme sind mit Juwelen besetzten Ornamenten geschmückt. Er ist in ein makelloses gelbes Gewand gekleidet, das geschmolzenem Golde gleicht. Jenseits der weltlichen Sphäre ist er die ursprüngliche Ursache für die Existenz der großen Halbgötter, die von Indra angeführt werden. Seine Erscheinung wird von Rubinen mit flammendem Schein geschmückt. Seine beiden Füße sind sehr anziehend und er ist mit verschiedenen Waffen wie Muschelhorn und Diskus ausgestattet. Garuda erweist ihm in großer Verehrung seine freudvollen Gebete. Während man Shri Nisimha Deva auf dem Lotus des eigenen Herzens hat Platz nehmen lassen, rezitiert man den folgenden Mantra. Möge Shri Nisimha, der alle Planetensysteme beschützt, mein Haupt beschützen. Obwohl der Herr allwegdringend ist, hat er sich in einer Säule verborgen. Möge er mein Reden und die Resultate meiner Handlungen beschützen. Möge Shri Nisimha, dessen Augen die Sonne und das Feuer sind, meine Augen beschützen. Möge Shri Nihari, der in den Gebeten Gefallen findet, die ihm von den Größten der Heiligen dargebracht werden, meine Erinnerung beschützen. Er, der die Nase eines Löwen besitzt, beschütze meine Nase. Und möge er, dessen Gesicht der Glücksgöttin sehr lieb ist, meinen Mund beschützen. Möge Shri Nisimha, der der Kenner aller Wissenschaften ist, meinen Geschmackssinn beschützen. Möge er, dessen Gesicht schön wie der Vollmond ist und dem Prahlad Maharaj seine Gebete darbringt, mein Gesicht beschützen. Möge Shri Nisimha meinen Hals beschützen. Er ist der Bewahrer der Erde und der Ausführende grenzenlos wunderbarer Tätigkeiten. Möge er meine Schultern beschützen. Seine Arme sind mit transzendentalen Waffen geschmückt. Möge er meine Schultern beschützen. Möge der Herr, der den Halbgöttern Segnung erteilt, meine Hände beschützen. Und möge er mich von allen Seiten beschützen. Möge er, der von den vollkommenen Yogis erreicht wird, mein Herz beschützen. Und möge Shri Hari meine Wohnstätte beschützen. Möge er, der Brust und Bauch des großen Dämonen Hiranyaksha aufgerissen hat, meine Taille beschützen. Und möge Shri Hari meinen Nabel beschützen. Brahma, der seinem Nabel entsprungen ist, bringt ihm seine Gebete dar. Möge er, auf dessen Hüften alle Universen ruhen, meine Hüfte beschützen. Möge der Herr meine Genitalien beschützen. Er ist der Kenner aller Mantras und aller Mysterien, aber er selbst ist nicht sichtbar. Möge er, der ursprüngliche Liebesgott ist, meine Schenkel beschützen. Möge er, der Menschengestalt erscheint, meine Knie beschützen. Möge der Vernichter der Plage der Erde, der in einer Gestalt halb Mensch und halb Löwe erscheint, meine Waden beschützen. Möge der Spender des himmlischen Reichtums meine Füße beschützen. Er ist der höchste Kontrollierende in der vereinten Gestalt von Mensch und Löwe. Möge der tausendköpfige höchste Genießer meinen Körper von allen Seiten und auf jede Weise beschützen. Möge diese grimmigste Persönlichkeit mich vom Osten her beschützen. Möge er, der den größten Helden überlegen ist, mich vom Südosten beschützen, über den Agni den Vorsitz hat. Möge der höchste Herr, Vishnu, mich vom Süden beschützen. Und möge diese Person von feurigem Glanze mich vom Südwesten her beschützen. Möge der Herr aller Dinge mich vom Westen her beschützen. Seine Gesichter sind überall.
Daher möge er mich bitte aus dieser Richtung beschützen. Möge Shine Silva mich vom Nordwesten her beschützen, der von Vayu regiert wird. Und möge er, dessen Gestalt selbst der größte Schmuck ist, mich vom Norden her beschützen, wo Soma wohnt. Möge der höchst glücksverheißende Herr, der selbst alles Glück spendet, mich vom Nordosten beschützen, der Richtung des Sonnengottes. Und möge er, der der personifizierte Tod ist, mich vor der Angst vor Tod und wiedergeholter Geburt in dieser materiellen Welt beschützen. Dieser Nisimha Kavacha wurde von Prahlada Maharaj geschmückt, als er aus dessen Munde strömte. Ein Gottgeweihter, der ihn liest, wird von allen Sünden befreit. Was immer jemand in dieser Welt begehrt, kann er zweifellos erreichen. Man kann Wohlstand, viele Nachkommen und ein langes Leben erhalten. Wer sieht, begehrt, wird siegreich sein und wahrlich ein Eroberer werden. Er wehrt den Einfluss aller irdischen und himmlischen Planeten ab und alles, was sich dazwischen befindet. Dies ist das höchste Heilmittel gegen die giftige Wirkung von Schlangen und Skorpionen, und die Geister der Brahma, Rakshasas und die Yakshas werden vertrieben. Man kann sich dieses höchst glücksverheißende Gebet auf den Arm schreiben oder auf ein Palmblatt, das man sich um das Handgelenk bindet, und alle Tätigkeiten werden vollkommen sein. Wer dieses Gebet regelmäßig chantet, sei es einmal oder dreimal täglich, wird sowohl unter den Halbgöttern als auch unter den Dämonen und Menschen siegreich sein. Wer dieses Gebet reinen Herzens 32.000 Mal rezitiert, erreicht das größte Glück an Glücks, und dieser Mensch erkennt, dass materieller Genuss sowie Befreiung für ihn bereits greifbar sind. Dieser Kavacha-Mantra ist der König aller Mantras. Man erreicht durch ihn, was man sonst erreicht, indem man sich mit Asche einreibt und alle anderen Mantras chantet. Wenn man seinen Körper mit Tilak zeichnet, Ashwan-Wasser zu sich nimmt und diesen Mantra dreimal chantet, wird man feststellen, dass die Frucht von allen unglücksverheißenden Planeten verschwunden ist. Eine Person, die diesen Mantra rezitiert und dabei über Shine Simha Deva meditiert, hat all ihre Krankheiten besiegt, einschließlich der Krankheit des Bauches. Shine Simha Deva brüllt laut und bringt andere zum Brüllen. Mit seinen vielen Armen zerreißt er die Dämonen und tötet sie auf diese Weise. Er ist fortwährend auf der Suche nach den dämonischen Nachkommen der Diti, sowohl auf diesem irdischen als auch auf den himmlischen Planeten, um diese zu peinigen, niederzuwerfen und zu zerschmettern. Er schreit in großem Zorn, während er die Dämonen vernichtet und in alle Richtungen schleudert. Trotzdem erhält, beschützt und ernährt er die kosmische Manifestation mit seinen zahllosen Händen. Ich erweise dem Herrn, der die Gestalt eines transzendentalen Löwen angenommen hat, meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Hier endet der Nisimha Kavacha, wie er von Prahlada Maharaj im Ramanda Purana beschrieben wird. Mögen alle Mütter, vor allem zu dieser Zeit, beschützt sein und mögen wir jeden Tag weiter chanten. Shri Nisimha Deva Bhagavan Ki Jai, Prahlada Maharaj Ki Jai, Mahalakshmi Devi Ki Jai, Gora Bhakta Vrinda. Shri Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna.